So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Sehe ich das gerade re... Hallo? Hallo? Was ist das denn für ein Start? Gerade war die Switch noch an. Dankeschön. Sehe ich das gerade richtig? Oh, ich glaube, wir haben ein kleines Spezialvideo dieses Wochenende. Oh, perfekt. Ich wollte das sowieso mal ausprobieren, das Spiel. Aber ich war mir nicht sicher. Es gibt eine Demo dafür. Oh mein Gott, sehr gut. Jetzt gibt es eine Demo dafür. Das ist ja großartig. Gut, ja, wir werden. Dann haben wir. Das ist ja großartig. Okay. Jetzt jedenfalls erstmal hier aktualisieren. Erstmal den Stern aktualisieren und dann habe ich schon wieder ganz viele Empfehlungen. Josen hat 4 Stück in den Kommentar geschrieben. Count hat auch wieder was vorgeschlagen. Also sind es ja 5. 5 Empfehlungen. Aber erstmal gucken wir, ob hier Dinge passiert sind, die relevanter sind. Ein Multiplayer-Race. Okay. Das machen wir doch gleich mal. Das wird dann ja nicht lange sein. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich fair ist. Mal gucken. Mal gucken. Ich gehe es jetzt erstmal langsam durch. Ja? Ich gehe jetzt mal nicht auf Rekord oder so. Ich will erstmal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, ein wirklich komplett faires Rennen zu bauen. Ah! Doch, das ist schon mal cool. Aber es ist halt trotzdem, du hast halt trotzdem im, wenn das jetzt ein Online-Dings ist, ne? Rennen trotzdem alle hier in das erste Feld. Die werden sich nicht verteilen, wie abgesprochen. Die Idee ist super, wenn man das abspricht, klar, dann funktioniert das. Aber in echt streiten die sich um die erste Tür. Aber ich verstehe die Idee, ja? Und gut, dann ist klar. Dann hat jeder seinen eigenen Weg. Da hätte ich spinnen müssen. Da hätte ich Dinge tun müssen. Und dann hat jeder seinen eigenen Weg, das verstehe ich. Ui, oh, ich brauche den, glaube ich. Nein, ich brauche den nicht. Und dann hat man es schon. Okay, cool. Oh. Haha. Dann hat man es schon. Und dann kommt erst. Oh mein Gott. Dann kommt erst das Chaos. Alles klar. Ja, gut. Na, aber ich denke, in echt werden die sich alle um die erste Tür streiten. Und dann. Also, das wäre tatsächlich mal interessant zu sehen. Und dann rennen alle diesen Weg entlang. Aber gut, wie gesagt, das, Ah. Achso, jetzt könnte ich natürlich auch das hier machen. Kommt mir gerade so. Oh, das ist jetzt nicht so gut, das ist jetzt nicht so gut, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt kommt er zurück. Genau deswegen. Okay. So, jetzt muss ich aber trotzdem da hochkommen. Gott. Ah nein, es ging ja noch, geht noch weiter. Ich dachte, das ist schon Schluss. Okay. Also es ist natürlich nett mit den Pilzen zwischendurch. Das ist sehr gut. Für Leute wie mich, die nichts können. Oh nein. Jetzt habe ich es natürlich weggenommen. Oh, fällt es weg zu. Und einen Stachel. Oh, Wundsprung. Oh Gott. Brauche ich den Stern noch? Ich hoffe nicht. Okay, jetzt komme ich aber ins Ziel. Nice. Grundsätzlich, wenn man das abspricht, funktioniert es problemlos. Ja, dann ist es natürlich fair. Aber in. Wollte ich jetzt gar nicht, aber okay. Aber in einem Online-Modus, in dem man sich nicht absprechen kann, der ja aktuell ist, wird's noch nicht funktionieren. Aber. Liegt natürlich daran, dass Leute einfach doof sind. So. Ich nehme mich da übrigens nicht raus, bevor das jetzt falsch rüberkommt. So. Dann gehen wir mal auf Counters Vorschlag erstmal ein. Waren das nicht zwei? Wieso habe ich denn nur einen aufgeschrieben? Egal.
Ich habe jedenfalls einen aufgeschrieben. Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Sieh, diesmal habe ich auch darauf geachtet, dass man alles lesen kann. So schön habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben. So. Wenn er jetzt nicht gefunden wird, dann liegt es nicht an mir. Ja, gut. Das ist das, was ich letztes Mal im Video gesucht habe. Will ich das jetzt? Das sind halt 6 Minuten. Das Problem ist. Schaut euch das als Video an. Das werde ich jetzt nicht hier als Let's Play. Dafür gibt es schon Videos auf YouTube. Das ist echt eine coole Sache. Gar keine Frage. Und ich gehe kurz rein, um es zu liken, weil es ist eine großartige Sache. Ich kann auch kurz den Anfang zeigen. Ich kann auch kurz den Anfang zeigen. Aber ich überlasse euch es dann, den Rest zu schauen woanders. Das Ganze ist wie ein Taschenrechner aufgebaut. Er sagt, man soll 2 Nummern aussuchen, wohlgemerkt 2 Ziffern. Also hier steht auch Nummer zwischen 0 und 9, also eben 2 Ziffern. Die sucht man sich in dem Falle aus. Ihr seht hier, es sind in den Linien hier, ne? Hier ist die 1, da ist die 2, da ist die 3. Jede Wolke ist praktisch die nächste Zahl. Ich gehe jetzt hier mal in die 8. So. Und dann gehe ich jetzt hier mal in die 5. Ja? Jetzt habe ich mir 2 Ziffern ausgesucht. Okay? So, 8 und 5. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich die addieren oder subtrahieren möchte. Okay? Ich sage jetzt, ich möchte die addieren. Das heißt, ich entscheide mich für diese Röhre und ab jetzt bewege ich mich nicht mehr. Jetzt ist man wieder in diesem Ausgangspunkt zurück. Und dadurch, dass man jetzt unterschiedliche Steine da oben weggemacht hat, passieren auch unterschiedliche Dinge. Das dauert jetzt aber wirklich gut. Ich weiß nicht, es dauert. Es dauert einfach sehr lange, bis das jetzt alles durchläuft. Ja? Da wird man jetzt wieder von der Plattform abgeholt, dann wird man durch die Gegend geschleift und so weiter und so fort. Und ganz am Ende ist dann ein Feld mit 2 Turnblock-Achtern. Und die werden dann von Bomben so zerstört, dass tatsächlich jetzt in dem Fall 13 nachher dort stehen müsste. Schaut es euch in dem Video selber an. Ich möchte es die Zeit dafür hier nicht hergeben, weil es ist wirklich nur Zuschauen. Es ist nur reines Zuschauen, ja. Wie er da durchfährt, es ist wie so ein ganz langer wie so eine ganz lange. Na, sag schon. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ach, ich wollte es liken, ne? Mist. Wie so eine ganz lange Kettenreaktion. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, also großartig. Aber ich möchte dem einfach keine Zeit widmen. Aber ab wann kann ich das denn liken? Muss ich da länger für im Spiel sein? Ach, ich kann es nicht. Okay, sorry, dann like ich es jetzt gerade nicht. Mach ich nachher. Gut, aber ich möchte lieber was spielen. Okay, also. Vor allem, ich kenne es halt schon. Hätte ich es jetzt nicht gekannt, hätte ich natürlich nicht gewusst, was auf mich zukommt und hätte gedacht, okay, kann man sich ja mal angucken. Aber in dem Fall, ich weiß einfach, es dauert ewig. Und ja, wie gesagt, schaut euch das in einem extra Video an. Es gibt so viele Videos davon mittlerweile auf YouTube. Ich habe sogar eines davon auf Twitter gepostet. Also. Und Domtendo. Das kann ich kurz erzählen. Domtendo, look picture, choose item. In this quiz level, look the preview pictures and pick the good item easy. Hat's nicht verstanden, wie es funktioniert. Der hat gedacht, er gibt jetzt eine 22 ein. Und dann kam ja Plus und Minus. Und dann wusste er nicht, was passiert jetzt mit der 22. Und er hat Minus gewählt und am Ende stand dann 0 dort. Und er hat's einfach nicht gecheckt. Das war großartig. So, als. Was? Look at the picture and pick the good item. Ja, ich brauche einen Pilz, um diese Situation zu meistern. Ach so, es kommt dann auch die Situation. Das heißt, ich werde auch. Ja gut, dafür will ich keinen Pilz mehr. Es kommt dann auch genau die Situation. Das ist ja cool. Ich will den runterdrehen. Ja, dafür brauche ich auf jeden Fall das Blatt. Ah.
Ja, Blume halt, ne? Was auch sonst. Mach kaputt! Aber eigentlich irgendwie reinrutschen? Nee, ich glaube nicht. So. Das ist eine coole Idee. Ah. Ich habe erst gedacht, hä? Aber wenn ich von unten komme, dann muss ich den einfach hochschmeißen. Oh, war ja. Was ist denn jetzt alles hier los? Also ich habe zur Auswahl Stachel oder der normale. Ah. Ich muss die Wand kaputt machen. Dann kommt hier eine Ranke runter. Oder auch das hier. So. Ein Blatt reicht hier nicht. Ja, dann muss ein St Ja, wait, aber ein Stern? Es kann aber nur der Stern sein. Ah! Ja, ich wollte nämlich sagen, ich komme halt nicht hoch dann. Aber wenn es da unten nur darum geht, den Schlüssel zu kommen oder dann zur Tür zu gehen, dann final. Da brauche ich eine Blume, damit ich mehrfach getroffen werden kann. Weil das hier dauert so lange zu fallen. Wenn ich nur den Pilz nehme, hätte ich hier keinen Hit mehr übrig. Yay! Yay! Coole Idee. Sehr coole Idee. Okay. Gut. Ach so, Chosen hat die Dinger. Ich habe gar nicht gesagt, dass es von Chosen ist, ne? Der hat vier Sachen geschrieben. Und er hat die nach Schwierigkeit sortiert. Also jetzt kommt das zweitschwerste seiner Meinung nach. XSQ KCX SVG. Ah ja. Ich soll ja mal die Beschreibung lesen. So. Hab sie gelesen. Sogar laut vorgelesen habe ich sie diesmal. Okay. Ich will gar nicht durch die Tür, aber die Musik wird hoffentlich bleiben. Dankeschön. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Spaß? Kommt da was aus der Röhre raus? Ah ja. Dann muss das darüber. Und jetzt wird das da abgeholt und dann kommt das zu mir. Wenn ich das umsetze. Nein, warte mal. Moment, stopp. Ah, zurück. So. Jetzt geht die weg. Okay, cool. Auch wieder Rätselräumchen. Ja, Rätselräumchen. Ach du Schande. Also einmal hier runter mit dir. Und dann drückst du den P-Switch. Und dann wird da drüben das Ding runtergeschmissen. Und das schießt dann da was hoch. Und das wird jetzt hier abgeholt. Und das kommt jetzt hier rüber. Und dann kommt es zu mir. Shish! Okay. Will ich den transportieren? Ich will den transportieren. Okay. Einmal rüber mit dir. So, dann komm hierher. Dann gehst du jetzt fahren. Dann wirst du wieder abgeholt. Ah, okay, alles klar. Und dann löst der P-Switches aus, aber was nützt mir das? Ach so. Wie brutal!
Oh, das war's schon. Wie brutal! Alter! Wird der einfach zerquetscht, der arme Kerl. Okay. Gut. Also anscheinend kommen jetzt mehr so Rätselgeschichten. So, W7N. Q6G. XF. Habe ich das nicht schon mal... irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, glaube ich. Mal gucken. Vor. Ach, es wäre so schön, wenn wir Custom Music hätten. Nintendo, warum habt ihr das nicht gemacht? Wait, das wird so nix. Muss ich das mit dem... Gut. Muss ich das mit dem auslösen? Ja, da komme ich nicht ran. Oder kann ich so nah hier ran, dass die Dinger sich berufen fühlen, Dinge zu tun? Ach, ich muss das mal da drunter. Ah. Guten Morgen. Verstanden. So. Also gut, ich gehe dahin, wo die Münze ist. Achso, ich habe den Zombie gar nicht gesehen. Das scheint mir jetzt noch so eine Art Tutorial zu sein, weil das ist ja alles bisher viel zu simpel. Ah, brauche ich, ja. Ah, ich bin zu langsam. Das gibt's ja nicht. Wann fällt der? Mache ich irgendwas falsch? Oder... Ah, warte mal. Ah, so ist einfacher. Du darfst jetzt dich mal zünden. Ich hatte Angst, mich einfach fallen zu lassen, aber es scheint zu passen. Achso, ich kann ja nicht mitnehmen. Oh, falsche Seite. Nein! Ah. Ach so, ich muss erstmal. Okay. Muss erstmal Brücken bauen. Das habe ich nicht gesehen. So. Ja gut, jetzt ist das natürlich eine andere Geschichte. Läuft das eigentlich relativ simpel einfach durch? Bisher sehe ich keine größeren Probleme.
außer mich. So. Wir spielen eine Runde Dings. Ah. Mist. Nice. Nochmal. Dankeschön. Gut. Triforce. Plötzlich kann man sterben. Oh Gott. Aber verstanden. Darf ich nur von links treffen lassen. Aber wie ich mich kenne, wird genau das gleich noch passieren. Okay, jetzt muss ich noch durch die Tür kommen. Ah! Dankeschön. Schwitz. Ran. Ach, jetzt kriege ich noch Musik, genau. Gerudo Valley Musik. So, wie viele spielt es jetzt nochmal ab? Also werden welche neu gespawnt? Das will ich jetzt mal testen. Wenn ich vor allem langsamer laufe, dann kommt es jetzt langsamer. Deutlich langsamer. Aber sind alle Instrumente noch da? Schön gemacht. Und so weiter. Ja, teilweise, also so gesehen habe ich es irgendwie schon mal, aber ich war nicht so, dass ich es jetzt gesagt hätte, haben könnte, da kommt das und das und das und das. Hat mir gemerkt, ich war bei den meisten Stellen eher überrascht. So. Gut. Dann das Schwerste. Also zumindest von Chosens Rangliste. KQV. X6R 93G. So. Catch 22 Puzzle. Collect 22 Coins and Puzzle your way to victory. 43 Sekunden kann man dafür benötigen, aber weniger als 1% haben es bisher geschafft. Schusch. Wobei das falsch ist. Nicht weniger als 1% haben es geschafft. Weniger als 1% bezogen auf gestartete Versuche. Gibt es als Erfolg. Hallo? Ich sehe halt nichts mehr. Wo bin ich denn? Da bin ich. So, also ich hole mir erstmal die 10 hier. Weil, warum nicht? Entschuldigung. Jetzt geht der da oben auf einmal los. Okay. Kriege ich den hier runter geschickt? Nein, das ist die falsche Richtung, mein Freund. Bist du da? Gut, wir können mal den Dings hier auslösen. Ah.
was offensichtlich falsch war. Weil ich jetzt nicht mehr an die anderen Coins komme und auch das Level nicht verlassen kann. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich hier diese Bombe auslöse? Genau. Ah. Okay. Dann geht der Screen weiter und ich sterbe sofort. Also ich muss dafür sorgen, dass der hier runterkommt. Der läuft aber immer in die Richtung. Ah, nee, ich kann ja auch hoch zu ihm. Ich bin ja blöd. Ich bin ja doof. Ach so, ja, ich bin ja richtig doof. Mit ihm kann ich jetzt ja die Bombe hier auslösen. Wait, noch eine Coin. So. Jetzt komme ich schon mal an alle Coins ran. Ich sehe jetzt gerade nicht, wofür ich den P-Switch noch brauche. Nein, 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 du bleibst hier. Der läuft an dem Ding nicht dran. Der läuft da nicht dran vorbei, ne? Der läuft da dagegen. Ah, nein, der läuft nicht da dagegen. Dann läufst du. Du musst irgendwo rumlaufen, wo du nicht stirbst gleich. Oh. Nee, da muss die Bombe hoch. Ich hab's schon verkackt. Da muss die Bombe hoch nachher. Da muss die Bombe hoch. Setz es doch bitte dahin, wo ich es möchte. So. Besser. Stoppu! Wobei, na gut, mach du mal dein Ding. Aber er müsste da oben sein Ding machen. Aber halt nicht jetzt. Also Problem ist, wenn ich jetzt den hier drücke, ne? Dann stirbt mir der hier unten mit. Richtig? Der müsste eigentlich mit sterben. Er stirbt aber vielleicht dann nicht, wenn er gleichzeitig... Kann ich das? Ja, moin. Oh, der wird echt... Nein, oh, ich... Doof. Aber kann ich den auf dem Springboard und wenn er dann in der Luft ist, gerade mit dem Power auslösen? Würde das funktionieren? Fragezeichen. Ich weiß es nicht so genau. Müssen wir mal ausprobieren. So. So. Ah. Ah! Nee, jetzt fällt er ja nicht runter. Das ist jetzt auch wieder doof. Ja, nice. Okay, das geht also. So. Jetzt will ich den dann drücken, wenn er in der Luft ist. Ich hoffe, dass das dann nicht den Power auslöst.
Aber ich weiß nicht. Ach so, hier gibt es ja noch einen P-Switch. Ich habe den P-Switch jetzt gar nicht genutzt. Ah, ich glaube, ich verstehe das Problem. Eigentlich soll der P-Switch da oben die Münzen aufmachen. Ich dachte, das macht er mir. Wie komme ich denn an den P-Switch ran? Da muss hier was drauffallen. Der Mancher von hier oben könnte da drauffallen, aber das tut er so nicht. Und er kommt jetzt nicht zurück, ne? Oh, ich sterbe dann da unten. Ich müsste jetzt, ja, jetzt müsste der P-Switch ausgelöst sein. Ah, verdammt. Aber gleichzeitig ist dann ja der rote ausgelöst. Der rote Block, dann komme ich da ja auch nicht durch. Die Münze löst den P-Switch aus. Natürlich, die Münze hier löst den P-Switch aus. Das heißt, ich sterbe erstmal. Zu schnell. Nein! Zu langsam. Oh oh. Ich weiß halt nicht, ob die Bombe nicht noch für irgendwas zusätzlich genutzt wird. Ich könnte mir das schon vorstellen. Aber die Sache ist jetzt die. Ich kann ja so den auslösen. Ah. Die fällt aber einfach komplett runter. Der sammelt vorher die Münze ein. Der Doofkopf hier sammelt vorher die Münze ein. Jetzt habe ich zwar meine Münzen. Naja, aber so komme ich ja nicht da durch. Denke ich zu kompliziert? Oder nicht kompliziert genug? Wie komme ich an den P-Switch? Ich dachte, die Münze... muss runter, aber stimmt, dadurch, dass ich den da durchschicke. Aber anders kann ich den dann oft nicht auslösen. Als durch eine Bombe... Als durch, dass ich da irgendwas durchschicke. Und damit sammle ich aber die Münze ein. Und dann kann die Münze nicht mehr da drauf fallen. Aber was anderes kann da auch nicht drauf fallen. Ha. Ich weiß nicht, wie der P-Switch hier hochkommt. Ich verstehe langsam die 1%.
Aber die 1% sind ja trotzdem 600 Leute, die es abgeschlossen haben. Oder waren es 600? Ich glaube, es waren 600. Ne, 600 kann es nicht sein. Warte, wie viel waren es? Doch, 600 von 60.000. Allerdings 60.000 Versuche. Leute sind nämlich 4.433 gewesen. Ne? Deswegen meinte ich vorhin, dass es keine 1% an Leuten, die es geschafft hat, sondern wenn man will, wie viele Leute es geschafft haben, dann müsste man die 645 ins Verhältnis zu 4.433 setzen. Aber das ist auch wieder falsch, weil bei den 645 sind vielleicht Leute dabei, die es mehrmals gespielt und geschafft haben. So wie ich, wenn ich versuche, Rekorde aufzustellen, spiele ich ja auch Level mehrmals, es ist aber die gleiche Person, die das Level schafft. Also man kann eigentlich gar nicht wirklich sagen, wie viel Prozent an Menschen das Level geschafft haben, anhand der Sachen, die da sind. Wie kriege ich die 10er-Münze? Das ist gerade mein... Ich frage mich halt, ob die leben, ob die einfach nur Deko sind für ein Dings. Für den, weißt du schon? Oder ob die relevant sind. Reagiert gar nicht auf Items. Aber wie kann ich den On-Off auslösen, ohne diese Münze einzusammeln? Das ist gerade mein Hauptproblem. Wahrscheinlich geht das gar nicht und ich muss das anders machen. Weil das war der Gedanke. Entschuldigung. Das war der Gedanke, um an die Münze zu kommen, an den P-Switch zu kommen, aber so komme ich nicht an den P-Switch. Ich müsste hier nach hinten kommen, ohne dass diese Münze verschwindet. Aber das geht nicht, weil selbst wenn ich die Shelter, also den Beetle da durchschicke, selbst der sammelt vorher die Münze ein. Außer er läuft durch, aber wenn er durchläuft... Geht das? Ich bin so eine... Ah, gut, das kann ich ja trotzdem testen. Mal was testen, Freund. Kannst du im Laufen einen Schalter auslösen? Das kannst du niemals. Schade. Das ist ja echt schade. Ich weiß halt nicht, was ich dann tun soll. Ich fand die Idee gut. Aber weder komme ich da nach hinten, noch der Käfer, sodass er den auslösen kann. Ohne die Münze einzusammeln.
Okay, noch eine Frage. Ja, gute Frage. Das würde mir ein neues Problem bringen, aber ich muss es kurz testen. Einfach nur grundsätzlich, ob das irgendwie geht. Kann so eine Explosion so eine Münze auslösen, dass die runterfällt? Okay. Aber die ist dann halt weg. Und wie soll jetzt... Jetzt habe ich zwar dann die Bombe dafür, jetzt komme ich zwar an die Münze, an den Switch ran, der halt hier die Dinger aufmacht. Aber jetzt komme ich halt da oben nicht mehr durch, weil jetzt ist die Bombe ja dafür weg. Wir haben mehrere Puzzleteile, aber wir kriegen sie nicht zusammen. Bombe kann nicht einmal da und einmal da explodieren. Das geht halt nicht. Ich habe halt nur eine Möglichkeit, wo ich explodieren kann. Aber so käme ich an den ran. Aber wie gesagt, das würde genauso funktionieren, wenn ich es irgendwie schaffen würde, hier hinten das Ding auszulösen. Ohne. Ja klar, und das ist dann vorbei. Das ist schon klar. Also potenziell könnten die anderen zwei Münzen von den 22 ja auch die zwei hier sein und ich muss mich nicht um die hier unten kümmern. Aber... es ändert nichts daran, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich hier vorgehen muss. Wenn ich den Weg hätte, den On-Off hier hinten auszulösen, ohne dass die Münze weggeht, dann wäre das gut. Aber den habe ich nicht. Ich kann diese Bombe hier entweder hierfür einsetzen oder hierfür. Ach, mir ist egal. Oder hierfür. Es geht nicht beides, aber ich muss die Steine hier wegkriegen. Das heißt, da die Steine hier nur mit der Bombe weggehen können, brauche ich ziemlich sicher was anderes, um den Piece-Switch hier zu bekommen. Aber ich weiß nicht was. Ich sehe auch nicht, wie mir die Manche hier irgendwie... kann halt ja auch nichts machen. Mit dem Greifer komme ich auch nicht. Warum ist der Greifer da? Das wäre die nächste Frage. Den Greifer habe ich noch überhaupt nicht genutzt. Der macht im Grunde nichts. Der hat überhaupt keine Wichtigkeit. Und das kann ja nicht sein. Wofür ist der da? Was soll der halten? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht weiter. Ich werde jetzt mal Kommentare lesen, aber ich glaube nicht, dass das hilft.
überall Kommentare, er weiß gar nicht, welcher laden soll. I just found out how to win, but not good enough to actually do it. Mhm. Auch interessant. Ich hab's noch nicht rausgefunden. Softlock, Schwachsinn. By this tree because I am stumped. Ich meine, es wäre blöd, wenn irgendjemand die Lösung in die Kommentare schreibt. Klar. Aber ich hätte zumindest einen Tipp mir erhofft. Ich glaube halt nicht, dass ich noch drauf komme. Ich habe ja genau gesagt, wo ich so übrigens. Ich habe mir genau gesagt, wo ich hänge. Und ich habe alles ausprobiert, was ich habe. Ich hatte so viele Ideen. Aber nichts hat geholfen. Diese Münze muss hundertprozentig runterfallen, damit der P-Switch hochgeht. Aber erstens ist dann die Münze weg. Ich kann sie nicht mehr einsammeln. Das ist alles suboptimal. Warum ist da zum Beispiel ein zweiter Mancher? Weiß nicht, dass er. Ja, gut. Sehe ich ein. Ja. Aber ich sehe nicht. Ich habe so viele Puzzleteile vor meinen Augen, aber ich kriege sie nicht zusammengesetzt. What? So much spaghetti I'm bad. Keine Hinweise, nichts. Got to the end 15 coins. What? Wie kommt ihr denn auf 15? 3 aus dem Block, 2 da oben. Nintendo has a lot to fix. Brauche ich Glitches? Was haben die mit ihrem Karl? Das muss ja ein Insider sein.
Wie kommen denn manche auf 15? Wie gesagt, 2? Na, da oben mit dem P-Switch, das könnten 2 sein. Vielleicht aus dem Block hier 3, mit Glück. Und dann die 10 hier. Und diese 10 ist halt weg. Was meinen die mit Nintendo has a lot to fix? So, aber jetzt komme ich ja schon nicht mehr. Jetzt komme ich ja schon nicht mehr an den P-Switch ran. Das heißt, ich komme da oben schon nicht mehr durch. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ideen hatten wir, aber es hat nicht gereicht. Gut, wie auch immer. Was ich jetzt tun werde. Nee, das nicht. Ist. Das hier. Denn im nächsten Part, nicht im nächsten Part, sondern im nächsten Video, was heute kommt. Wir haben ja Wochenende gerade, oder? Müsste hinhauen. Lass mich mal kurz denken. Heute ist Donnerstag. So, heute war Part 52. Bisher ist aufgenommen bis Part 3, 55. Das ist, dann ist das hier Part 56. So. Freitag 53, Samstag 54 und 55. Dann ist jetzt Sonntag mit Part 56 und dann kommt heute Nachmittag oder in einer Stunde wahrscheinlich ungefähr, kommt dann die Demo von Cadence. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!